Hier haben wir den Viewfinder von GGS. Der sieht so aus. Hier befindet sich die Augenmuschel, die man drehen kann. Also für rechts wie auch für links Gucker bestens geeignet. Die kann man auch komplett abnehmen. Und die hat natürlich eine Besonderheit, dass man sie nämlich komplett aufklappen kann. Das heißt, ich habe hier also einmal den Blick auf das Display ohne Lupe, also ohne Vergrößerung und natürlich dann, wofür es eigentlich gedacht ist, logischerweise mit Lupe. Wenn man so ein bisschen sehen kann, vergrößert auch ganz gut. Nee, das ist nichts, dann machen wir das immer richtig. Das Ganze wird also befestigt hier zum Beispiel an einer 450D. Macht eigentlich auch mehr Sinn an einer 550D bzw. allen Video-DSLRs, die es gibt, die also auch filmen können. Hier wird einfach dieses Element, also der Befestigungsrahmen, wo dann der Viewfinder angesetzt wird, das wird also einfach hier auf dem Display befestigt, hinten draufgeklebt. Da sind natürlich Klebestreifen drauf, die ich schon vorher entfernt habe. So, ein bisschen drücken und dann einfach den Viewfinder ansetzen. Ob man ihn richtig angesetzt hat, das hört man also perfekt. Und jetzt werde ich Ihnen mal hier kurz zeigen, wenn das die Videokamera mitmacht. Ganz schnell, ganz kurz. So, jetzt bin ich im Fokus, wie hier also scharf gestellt wird, beziehungsweise wie das vergrößert wird. Es kann natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen unscharf wiedergegeben wird, weil die aufzunehmende Kamera nicht genau weiß, was sie eigentlich jetzt will. Ich kann das hier nochmal eben umklappen, dann sehen Sie im Prinzip das Bild, was ich also jetzt hier auf dem Display drauf habe. So, das ist die Aufnahme. Und auch wenn es jetzt ein bisschen verschwommen ist, Sie können aber die Vergrößerung sehen. Das ist also diese Figur, dieser Mensch da auf dem Bild. Wie gesagt, es tut das, was es soll. Es soll halt eben einfach vergrößern. Vorteil ist natürlich auch, gerade bei Video-DSLRs, dass man hier im Endeffekt ohne störendes Seitenlicht direkt mit dem Auge auf das Display gucken kann. Im Prinzip, wie man das von früher von den Kameras auch kennt, direkt der Sucherblick praktisch auf das Display. Ja, das ist die GGS Viewfinder-Lösung hier für Video-DSLRs. Mehr gibt es da auch nicht zu erzählen.